wieder dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Favoriten im Make-up-Bereich, also die Produkte, die ich derzeit sehr häufig auf meinem Gesicht verwende. Und ja, das variiert immer ein bisschen, je nachdem, ob ich arbeiten gehe oder zu Hause bin. Wenn ich zur Arbeit gehe, dann ist es um einiges weniger, aber auch die gleichen Produkte. Beginnen wir mit der Pflege und ich habe vor kurzem noch das von NYX verwendet, das ist mir aber jetzt leer gegangen, diesen Primer, der mit 30 SPF. Jetzt versuche ich aber noch das Produkt leer zu machen und zwar ist es das von Garnier Ambre Solaire, antioxidativ und schützt gegen Umwelteinflüssen, ist das mit den SPF LSF 50. Der Sonnenschutz, ja, nächstes Jahr musste wieder ein neues her, aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall noch aufbrauchen. Deshalb greife ich derzeit zu diesem Produkt. Wie gesagt, vorhin habe ich immer zu den von NYX, diesen Primer, gegriffen. Und den muss ich mir auf jeden Fall nachbestellen, denn der war echt richtig, richtig toll. Und ja, danach verwende ich eigentlich die zwei Produkte, wenn ich zur Arbeit gehe. Und zwar ist das einmal hier dieser Concealer von Catrice, der HD Liquid Camouflage Concealer. Und zwar habe ich den mir in der Farbbezeichnung 036 Hazelnut Beige geholt. Der ist zwar sehr dunkel, aber den brauche ich zurzeit noch für meine gebräunte Haut. Er ist mir auch fast noch ein Tick zu hell, aber na gut, ich werde jetzt eh schon wieder langsam ein bisschen heller und um das ein bisschen auszugleichen, verwende ich sehr gerne diesen Contour Stick. Das ist der Maybelline Fit Me Anti Shine Stick in der Farbbezeichnung 355 Coconut Mocha. Den verwende ich eigentlich schon fast das ganze Jahr, würde ich sagen. Und jetzt ein bisschen mehr noch, aber ja, wie gesagt, das muss ich ein bisschen ausgleichen, damit ich nicht allzu hell im Gesicht bin. Nicht, dass das Gesicht dann um einiges heller ist als der Rest meines Körpers. Und ja, die zwei Produkte verwende ich, wie gesagt, wenn ich zur Arbeit gehe. Und wenn ich nicht zur Arbeit gehe und etwas mehr Zeit habe, verwende ich diese CC Cream von IT Cosmetics. Das ist auch ein 50er Sonnenschutz. Den verwende ich sehr gerne, da die Foundation sehr, sehr dunkel ist. Ist eigentlich zurzeit die dunkelste Foundation in meinem Sortiment. Deshalb greife ich auch gerne dazu. Es ist nicht so einfach. Ich muss sagen, die ist sehr, sehr dickflüssig von der Konsistenz her, was mir eher nicht so gut gefällt, da ich eher gerne zu flüssigeren Foundation greife, so wie diese HD Liquid Coverage Foundation von Catrice, genau. Denn ja, je flüssiger die Produkte sind, desto feuchtigkeitsspendender finde ich sie. Aber finde das Produkt eigentlich auch relativ gut für das, dass die Foundation so dickflüssig ist. Genau. IT Cosmetic ist ja doch ein sehr, sehr höherpreisigeres Produkt. Aber ja, macht ja auch nicht viel Sinn, wenn das einfach in meiner Schublade rumliegt und nicht verwendet wird. Dann geht es weiter mit meinen Augenbrauen und ich muss sagen, da wechsle ich auch immer ab. Und zwar, so im Alltag verwende ich eher diesen Stift hier, das ist der von Catrice, der Slimatic Ultra Precise in Waterproof und zwar in der Farbbezeichnung 020 Medium. Der geht halt relativ schnell und einfach zum Auftragen, da bin ich wirklich auch sehr, sehr schnell fertig. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, verwende ich dann gerne diese Augenbrauenpomade von Art Deco, diese Gel Cream for Brows in Waterproof, die hat aber, glaube ich, jetzt keine Farbbezeichnung. Hier steht eine Nummer drauf. 30C1. Keine Ahnung. Auf jeden Fall verwende ich das auch schon sehr, sehr lange und da ist auch noch einiges drinnen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr ergiebig. Im Gegensatz zu diesem Produkt hier, da brauche ich einen Stift, würde ich sagen, so. Wenn ich sparsam damit umgehe, komme ich eventuell zwei Arbeitswochen damit aus. Ja. Dann kommen meine Lippen dran und da verwende ich einfach einen ganz normalen Labello. Das ist jetzt der mit diesen Körner drinnen, also dieser Peeling Labello mit dem Lip Scrub Labello. Ich glaube mit so einer Art Aloe Vera Duft. Ja, riecht auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ja, mehr kommt da nicht drauf, wenn ich zur Arbeit gehe. Ansonsten verwende ich noch gerne
diesen hier, nicht zur Arbeit, sondern am Wochenende, verwende ich gerne von Banana Beauty den Lip Liner, und zwar in der Farbbezeichnung Nana Naked. Mit dem bin ich total zufrieden, aber jetzt habe ich den neu begonnen und angespitzt, und dann ist mir gleich ein Stück von der Mine abgebrochen. Da war ich dann schon doch eher sehr enttäuscht, da das Produkt ja doch sehr teuer ist. Ja, auf jeden Fall verwende ich zurzeit nur Banana Beauty Produkte auf meinen Lippen. Tja, wenn ich Puderprodukte verwende, was im Alltag nicht passiert, aber eher dann doch so zum Wochenende, dann verwende ich die drei Produkte hier, und zwar einmal hier von Maybelline Fit Me, dieses Matte and Poreless Puder in der Farbbezeichnung 120 Classic Ivory. Der ist auch schon, ja, fast am Ende. Und darüber kommt dann noch der Bronzer von Catrice. Na klar, ist der Deckel schon wieder ab. 035 Universal Bronze. Ja, den verwende ich sehr, sehr gerne. Den habe ich mir auch schon, ich glaube, dreimal nachgekauft. Aber wie gesagt, der Deckel ist wieder mal ab. Und das passiert mir immer mit den Catrice und auch mit den Essence-Produkten. Da sieht man halt doch dann den Preis. Und ja, wenn ich Lust und Laune habe, verwende ich dann auch noch Highlighter. Und zwar hauptsächlich eigentlich immer den Meryl Luminizer oder auch ab und an mal einen Flüssig-Highlighter. Dann habe ich noch zwei Paletten zurzeit in Verwendung. Ja, eigentlich habe ich vor kurzem nur diese in Verwendung gehabt. Da ist mir aber dann das hier rausgebrochen und irgendwie fehlt mir da einfach ein Ton. Deswegen greife ich jetzt wieder vermehrt zu dieser Blumenpalette von Max & More, das ist die von Action. Die ist gut und günstig, finde ich auf jeden Fall total ausreichend für den Alltag. Und hier sind eigentlich alle Farben auch dabei, die ich so gerne verwende. Und ja, um den Preis kann man da schon mal zugreifen. Zu guter Letzt habe ich dann noch einmal Eyeliner und einmal Mascara. Und zwar habe ich euch den hier eh schon des Öfteren gezeigt, das ist von Essence der Liquid Ink Eyeliner, nicht der mit der türkisen Kappe, sondern mit der silbernen Kappe. Also der nicht waterproof ist, mit dem tue ich mich einfach ein bisschen leichter und der lässt sich so, so gut auftragen, hat so eine eher flexible Spitze, mit der komme ich wirklich sehr, sehr gut klar und ist auch schön, tiefschwarz. Preis-Leistung auf jeden Fall top und kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen, wenn ihr mit dieser flexiblen Spitze auch klarkommt. Zu guter Letzt sind wir bei der Mascara. Und zwar verwende ich derzeit die Maybelline Sky High Mascara. Die war eine Zeit lang sehr, sehr gehypt. Und das ist die Kills Sensation. Irgendwie verlässt mich gerade meine Stimme, habe ich das Gefühl. Klar, wenn ich mal ein paar Tage Zeitausgleich habe, bin ich gleich mal verkühlt. Ja, was soll ich sagen zu der Mascara? Ich finde sie eigentlich im Endeffekt ganz toll. Der Anfang ist immer nicht so gut. Das habe ich auch schon des Öfteren erwähnt. Und zwar, wenn ich mir eine neue Mascara kaufe, die ist halt auch immer relativ voll. Das Produkt hängt sich sehr, sehr viel an das Bürstchen ran. Und dann komme ich einfach nicht so gut klar. Mir sind alle Mascara, also wie soll ich sagen, ich komme eigentlich mit allen Mascaren gut zurecht, wenn sie sich dem Ende zuneigen. Das ist jetzt hier auch der Fall. Sie ist eigentlich so gut wie leer und müsste ich jetzt eigentlich schon in mein aufgebrauchtes Säckchen schmeißen. Das werde ich jetzt auch schon bald tun. Aber im Endeffekt war ich total zufrieden. Preis-Leistung, muss ich sagen, ist, ja. Nachkaufen will ich sie mir nicht, denn da finde ich die von Catrice, die Glam & Sol, doch ein Tick besser. Vor allem Preis-Leistung ist ja dann doch schon etwas größerer Unterschied. Deshalb greife ich dann doch eher wieder zu der Glam & Sol Mascara. Und bevor mich jetzt komplett die Stimme verlässt, beende ich das Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.